Moin Moin, wir sind heute zu Gast bei der Firma Timberbau aus Mucheln bei Seeland. Hier auf der Baustelle in Howacht, direkt an der Ostsee, soll ein Haus gebaut werden und heute wird die Dämmung eingebracht. Wir wollen euch heute alles zum Thema Einblasdämmung und der dafür optimalen Dampfbremse zeigen. Kommt mit! Moin Arne! Moin Tobi! Grüß dich. Hi. Schön, dass wir heute hier bei dir auf der Baustelle sein dürfen. Hallo. Wollen ein bisschen was über Einblasdämmung erfahren, über die optimale Dampfbremse dafür. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal vor und erzählst mal ein bisschen, wo euer Fokus liegt. Alles klar, das mache ich doch glatt. Moin, ich bin Arne von der Firma Timberbau. Wir sind eine Zimmerei mit 25 Leuten. Wir sind hier in Howacht, wir bauen hier ein Ferienhaus für einen Kunden. Und wir machen nachhaltigen Holzrahmenbau, das heißt, es ist eine Holzrahmenbaukonstruktion. Und mit einem schönen Satteldachstuhl obendrauf. Und in den Gefachen ist Einblasdämmung, nicht nur im Dach, sondern auch in der Wand. Ne, wir haben uns spezialisiert auf Einblasdämmung. Das ist geschreddertes Altpapier. Das wird mittels einem Einblasgerät durch Schläuche sozusagen in jedes einzelne Gefach eingepustet unter Hochdruck und so langsam das Gefach von unten nach oben gefüllt. Ja, ich werde oft gefragt, wieso macht ihr überhaupt Einblasdämmung? Also da zählen wir immer die vier wichtigsten Punkte auf. Unter anderem sind das ein besserer Brandschutz, die Zellulose, die brennt eben nicht, die glimmt nur und bildet dann eine schützende Kohleschicht, so geht der Brand nicht weiter durch. Also Brandschutz ist gut, kann man gut berechnen. Dann ein ganz, ganz wichtiges Thema ist der sommerliche Hitzeschutz. Das heißt, wir wollen nicht nur das Gebäude im Winter vor Kälte schützen, sondern eben im Sommer auch vor Hitze. Ganz wichtiger Punkt. Und durch die lange Phasenverschiebung der Zellulose haben wir das Gebäude eben im Sommer auch schön kühl. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass Zellulose mit Feuchtigkeit umgehen kann, also Feuchteschutz. Ne? Zellulose kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Das ist ein Riesenvorteil des Produktes. Der letzte Punkt ist Schallschutz. Hier gerade nicht so trivial, aber wenn man an der Straße wohnt, ne, den Straßenverkehr oder den Lärm direkt vor der Haustür hat, dann ist Schallschutz ein wichtiges Thema. Aber auch zwischen den Räumen bringt der Schallschutz auch eine Menge, wenn man die Gefache dann mit Zellulose gedämmt hat. Also der Schallschutz ist eben sehr gut, weil wir sehr viel Masse und eine hohe Rohdichte haben in der Wand, im Dach. Und dadurch haben wir einen super Schallschutz im Gebäude. Ja, das waren jetzt genau die vier bauphysikalischen Gründe, warum wir Zellulose machen. Der wichtigste Grund für uns aber ist die Ökologie. Das heißt, wir haben uns auf einen nachhaltigen Holzbau spezialisiert. Wir bauen unsere Häuser so nachhaltig und ökologisch, wie es geht. Und dazu zählt eben der Dämmstoff, ist ein wichtiges Thema. Und bei uns ist es eben überwiegend Zellulose in Kombination mit Holzweichfaser. Wir haben heute ein neues Produkt von der Firma Sieger gestellt bekommen. Und zwar ist das die Sieger MyPel 5R. Die hat ein Gewebe mit drin. Ne? Und das ist eben super wichtig für uns für die Einblasgeschichte, weil unsere Einblasmaschine extrem hohen Druck aufbaut. Und damit die Folie nicht reißt, ist dieses neue Produkt eben noch widerstandsfähiger und rissfester. Und das ist für uns als Verarbeiter eben enorm wichtig. Ja, das ist das gute Stück, die neue Bahn, ne? Sieger MyPel 5R, ne? Mit dem Gittergewebe mit drin. Und für uns als Verarbeiter natürlich super mit diesem Raster drauf. Ne? Man kann sich da das große Messen mit dem Zollstock ersparen, weil hier haben wir überall die Einteilung drauf. Ne? Kann man direkt mit dem Cuttermesser runtergehen. Nach jedem Meter nochmal einen durchgängigen. Ne? Das ist eben super. Und hier oben ganz am Rande sozusagen einmal die 10 cm Überdeckung für die nächste Folie und einmal die Klebebreite. Das sind jetzt genau 3 cm. Die Rolle hat 6 cm. Mal genau 3 cm überklebt. Sie lässt sich eben super schneiden. Für uns als Verarbeiter natürlich enormer Vorteil. Für die Montage der Dampfbremse empfehlen wir unser Sieger Twinet. Twinet ist ein doppelseitig stark klebendes Band als Montagehilfe für die Dampfbremse. Wir nennen das intern auch die klebende Tackerklammer. Also wir machen bei unseren Häusern in der Dachschräge und in der Decke immer eine Kreuzschalung aus folgendem Grund. Eine Schalung läuft einmal auf dem Span oder auf dem Deckenbalken und eine Schalung quer dazu. So wird die Zellulose genau da gehalten, wo sie sein soll. Und man hat natürlich zusätzlich nochmal die Sichtkontrolle, ob wirklich genug Zellulose drin ist im Gefach oder nicht. Vielen Dank, dass wir euch heute begleiten durften. Kein Ding. Ich hoffe, du bist begeistert von der neuen MyPel 5R. Hallo. Weiterhin gute Zusammenarbeit und ja, schön, dass ihr hier wart.